Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Martins Klemmbaustein Eisenbahn und Straßenbahn. Heute mit dem Mod der BR99.72 von L-Trains. Einem Bausatz, der bei Lesti für 128 Euro zu erhalten ist. Motiviert wurde ich zu diesem Video durch den Verriss auf Noppensteinstube, den ich in dieser Art und Weise nicht nachvollziehen konnte. Zugegebenermaßen, der Bau dieser Lokomotive ist nichts für unerfahrene Modellbauer und Klemmbausteinfreunde. Man sollte schon gewisse Erfahrungen haben im Bau eigener Eisenbahn-Mocks, um den Bau dieser Lokomotive erfolgreich abschließen zu können. Denn viele der Dinge, die dort in der Bauanleitung gezeigt werden, sind letztlich nicht praktikabel und durchführbar und auch nicht funktionsfähig. Das betrifft grundlegende Dinge wie die Konstruktion des Treibsatzes dieser Lok. Es betrifft die Kraftübertragung der Motoren. Es betrifft den verwendeten Akku und es betrifft vor allem die Stabilität der Lokomotive an den verschiedensten Stellen. Von grundsätzlichen Problemen der Stabilität im Großen bis zum Kleinen. Ein schönes Beispiel sind hier zum Beispiel die Bremsleitungen, die in der Vorlage von L-Trains einfach nur in Jumper Plates hineingesteckt wurden. Das ergibt natürlich bei der auch verständlichen Spannung der Schläuche keine ausreichende Stabilität, sodass man die Jumper Plates durchbohren muss. Auch müssen die Schläuche eine zweite Befestigung erfahren, die ich hier mittels 1x1 Plates mit Clips ausgeführt habe. Die gesamte vordere Pufferbohle wurde hier stabilisiert durch die Verwendung dieser Barholder, die eine Verbindung schaffen zum vorderen Umlaufblech. Dieses wiederum wurde stabilisiert durch die Verwendung einer 2x8 Plate, die bis weit in das vordere Umlaufblech hineinragt. Zuvor war diese Konstruktion so labil, dass sie eigentlich jedes Mal beim bloßen Anfassen auseinandergebrochen ist. Die Lampen habe ich um einen Stud nach hinten versetzt. Die Aufstiegsleiter zur Rauchkammertür deutlich schlanker gebaut und auch schöner anzusehen als in der Originalbauanleitung. Auf die Befestigung einer vorderen Magnetkupplung habe ich verzichtet, um hier den Schneepflug komplett darstellen zu können. Wie bei allen Lokomotiven sind hier auch wiederum schöne Details, wie zum Beispiel das Herstellerschild zu erkennen. Ja, das Fahrwerk war in der Vorlage von L-Trains auch nicht fahrfähig. An der zweiten, dritten und vierten Laufachse waren zum Beispiel ebenfalls diese Konnektoren eingesetzt, die hier an der ersten und fünften Achse zu erkennen sind. Die Kuppelstange muss jedoch eine feste Verbindung ergeben, damit die passiv mitbewegten oder über diese mitbewegten Achsen bzw. Räder ihren Todpunkt überwinden können. Das war in der Originalkonstruktion eben nicht der Fall. Ich wage zu bezweifeln, dass diese überhaupt funktionsfähig gewesen wäre.
Stattdessen sind hier diese 180 Grad Kreuzstangenkonnektoren zur Verwendung gekommen. Großer Witz war auch, dass die Technikverbinder für die Aufhängung der passiv mitbewegten Räder mit Friction waren und nicht frictionless, sodass sich die Räder überhaupt nicht drehen konnten. Ähnlich wie bei meiner BR64 und bei meiner BR86 erkennt ihr auch wieder den aufwendigen Unterbau des Fahrgestelles bzw. des Lochrahmens, insbesondere an den Stellen, an denen Drehmomentbelastungen auftreten. Hier waren von L-Trains überhaupt keine entsprechenden Stabilisierungen vorgesehen, sodass auch Teile des Fahrgestells ständig abfielen. Beim Nachläufer waren ebenfalls Stabilisierungsmaßnahmen notwendig, teils auch in Form von Verklebungen, da hier einfache Steckverbindungen von Plate zu Plate oder Brick zu Brick vorgesehen waren. Bei einem hier verwendeten Magneten, der vermutlich als Neodym-Magnet hergestellt, eine sehr starke Magnetkraft hat, was dazu führte, dass die gesamte Konstruktion beim Entkuppeln auseinanderfiel. Die in der Originalbaueinleitung sehr abenteuerlich ausgeführten Verläufe der Schläuche, die ja abenteuerliche Biegungen aufwiesen, wie man sie sicherlich nur durch Verwendung eines Lockenstabes oder Ähnlichem erzielen kann, habe ich hier durch gerade Verbindungen, Stangen, aber auch Hoses an dieser Stelle ersetzt. Die Eingangsleiter, die ebenfalls eine sehr labile Konstruktion war, durch diese einfache Einstiegsleiter ersetzt. Generell gilt, beim Bau dieser Lokomotive jeden Bauabschnitt zu überdenken hinsichtlich der Praktikabilität und auch der Stabilität. Dies betrifft insbesondere auch die Enden der Lokomotive sowohl im Bereich des Kohlebunkers als auch im Bereich des Vorbaus. Hier habe ich die Probleme beim vorderen Umlaufblech ja schon erwähnt. Hier muss man durch Einsatz von Platten eine Stabilität erreichen, die von L-Trains in keinster Weise vorgesehen war. Prinzip sollte dabei immer sein, dass man eine Plattenkonstruktion in mindestens drei Schichten versetzt ausführt, durchführt, sodass sie sich entsprechend durch Konterungen stabilisiert. Ich empfehle den schwachen Akkukasten, der mit handelsüblichen Akkus bestückt, nicht in der Lage ist, diese Lokomotive anzutreiben, durch einen Mold King Akku zu ersetzen. Der hat für diese Lokomotive auf jeden Fall ausreichend Power. Meinen eigenen Bauprinzipien entsprechend lässt sich der Kessel einfach abnehmen und gewährt hier den Blick in den Antrieb der Lokomotive. Dies sind die beiden mitgelieferten M-Motoren. Einer davon war jedoch gleich kaputt, sodass ich ihn durch einen M-Motor aus meinem Vorrat ersetzen musste. Der in der Originalanleitung verwendete Antrieb über einen
zwischen den beiden Motoren befindliches Differential war, gelinde gesagt, völlig untauglich. Egal, was ich gemacht habe, das Differential hat jedenfalls die Bewegung der beiden Motoren nicht entsprechend nach unten mitgeteilt. Viel einfacher ist es hier, neben dem hier zu erkennenden tanfarbenen, also beigefarbenen großen Zahnrad, zwei weitere dieser Zahnräder einzusetzen, die mittels einer dünnen Unterlegscheibe auf die M-Motoren aufgesteckt sind und so das große Zahnrad, das große beige Zahnrad in Bewegung versetzen. Beim Führerhaus habe ich entgegen der Originalbauanleitung gleichartige Fenster verwendet und diese vorne und an der Tür mit Glaseinsätzen versehen. Unterhalb der beiden vorderen Fenster befindet sich hier eine 1x4 Plate with Rail, die man bei chinesischen Versendern erhalten kann. Die Eingangstür hat einen Griff aus einem Rollerskate bekommen. Der Auftritt hier auf dem unteren Umlaufblech unterhalb des Führerhauses ist wie auch der Aufstieg zum Wasserkasten und zum Kohlebunkeraufsatz mittels 1x2 Wollelementen mit hochgezogenen Rändern ausgeführt. Hier hatte sich eine abenteuerliche Konstruktion. Hier war eine abenteuerliche Konstruktion von L-Trains vorgeschlagen worden, bei dem teilweise Bricks und auch Platten an einem einzigen Stud aufgehängt waren und sich an diesen Stellen auch ein freier Durchblick auf die dahinter gelegenen Strukturen ergeben hat, also im Bereich des Wasserkastens auf den hellgrauen Motor und auf den hellgrauen Batteriekasten, was sehr unschön ausgesehen hat. An der hinteren Pufferbohle wiederum erkennt man die gleiche Art der Befestigung der Bremsschläuche wie schon an der vorderen Pufferbohle. Hier musste auch der verwendete 2x2, die 2x2 Jumperplate durchbohrt werden, um dem Schlauch entsprechend Halt zu geben. Links und rechts des Führerstandeinstieges befinden sich hier diese Griffstangen. Die waren ebenfalls nur angedeutet in der Bauanleitung, hatten nur eine Befestigung. Unten die zum Kohlebunker zeigende Stange hat jetzt insgesamt 3 Befestigungspunkte, einen weiteren oben gefunden, der es auch ermöglicht, diese Stange dem Vorbild entsprechend in der Mitte abzuwinkeln. Die Aufkleber habe ich in meiner bewährten Technik auf meinem Tintenstrahldrucker ausgedruckt. Insgesamt ist so ein sehr schönes Modell entstanden, an dem ich sicherlich große Anteile hatte. Ich kann auch mal sagen,
Man braucht, um dieses Modell zu bauen, Nerven, Zeit, aber auch Erfahrung. Es ist sicherlich für den Anfänger nichts. Ich finde aber dennoch, dass die 128 Euro, die dafür aufgerufen sind, gut angelegt sind und kann eigentlich den Bau dieses Modells nur jedem erfahrenen Mocker und Eisenbahnklemmbausteinfreund ans Herz legen. Während ihr nun das Fahrvideo zu meiner BR99.72 seht, möchte ich euch noch ein wenig etwas zum Vorbild erzählen. Und zwar ist BR99.72 eigentlich schon mal die falsche Bezeichnung für diese Lok. Es handelt sich um die Baureihe 99.23 bis 24 der Deutschen Reichsbahn der DDR. Die Lokomotiven wurden 1954 bis 1956 in der Lokomotivfabrik Babelsberg gebaut. Insgesamt 17 Stück, vornehmlich für die Harz-Querbahn und die Brockenbahn. Ja, da rutscht sie ein bisschen durch. Warum 99.72? Das liegt an der Einführung der computergerechten Nummerierung Anfang der 70er Jahre. Bis dahin waren die Loknummern dreistellig gewesen. Die 7 wurde lediglich vorangestellt. Ihr seht hier einen gemischten Personen- und Güterzugwagen der Harzer Schmalspurbahn. Den Wagen habe ich auch selbst gebaut. Einem Vorbild mit 6 Fenstern. Entsprechend das blinde Fenster in der Mitte entspricht der eingebauten Toilette. Die beiden angehängten Güterwagen sind von dem Güterzug von Langemarth. Ja, die Fahreigenschaften dieser Lokomotive sind doch am Ende sehr gut geworden. Mir gefällt wieder das Bullige. Und durch den hohen Eigenansatz ist sie mir doch sehr ans Herz gewachsen. Und ist sozusagen eine von meinen Lokomotiven geworden. Also wer sich für diese Lokomotive interessiert, muss viel Nerven mitbringen und auch Erfahrung, aber wird hinterher ja mit einem schönen Modell belohnt. In diesem Sinne darf ich mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal und tschüss.